Maskottchen gehören im Sport einfach dazu. In lustig bunten Kostümen sorgen sie beim Publikum für gute Laune und heizen die Stimmung nochmal so richtig an. Doch manche nehmen ihren Job als Stimmungsmacher einfach zu ernst. Heute zeigen wir euch 14 Maskottchen, die wirklich zu weit gegangen sind. Los geht's! Das Jacksonville Jaguars Maskottchen wollte eigentlich nur einem Jaguars-Fan mit einem Kuchen zum Geburtstag gratulieren, als ein Houston Texas-Fan immer wieder ins Bild springt. Als die junge Frau immer noch nicht aus dem Bild verschwindet, passiert das hier. Damit hat sie wohl nicht gerechnet. Dem Geburtstagskind scheint die Aktion aber zu gefallen. Das Miami Heats Maskottchen Bernie feiert seinen Geburtstag mit dem Versuch, während der Werbepause über seine gleichgesinnten Buddies zu springen. Das Problem? Bernie hat es nicht geschafft und landet volle Kanne auf Funship Freddy und Stanley C. Panther. Vom Feiern lässt sich Bernie aber nicht abhalten und bejubelt den Sprung, als hätte er es geschafft. Selbst wer kein Orlando Magic Fan ist, zieht seinen Hut vor ihrem Maskottchen. Denn Stuff, der magische Drache, ließ alle staunen, als er im Amway Center einen Backflip von einer Leiter machte und dabei einen Basketball im Korb versenkte. Respekt, das sah nicht schlecht aus. Hier hat das Philadelphia Flyers Maskottchen Gritty zum großen Streich ausgeholt. Auf dem Shirt des Mannes rechts steht in Großbuchstaben Goose und das hat sich Gritty als Anlass genommen, um eine Runde des in Amerika beliebten Spiels Duck Duck Goose zu spielen. Doch aus Duck Duck Goose ist wohl eher ein Duck Duck Cake geworden. Denn als der Flyers-Fan aufspringt und hinter Gritty herrennt, haut dieser ihm mit voller Wucht eine Sahnetorte ins Gesicht. Oh weh. Wie man seinen Geburtstag richtig zelebriert, zeigt uns Benny der Bulle. Während er mit den Chicago Bulls-Fans um die Wette tanzt, schleudern sie alle gemeinsam ihr Popcorn in die Höhe. Na, wenn das mal keine Partystimmung ist. Rumble the Bison, das ist das offizielle Maskottchen der Oklahoma City Thunder. Während der Halbzeitpause tanzt es für seine Fans und das Ganze vor einem Polizisten, der das Spiel überwachen soll. Doch damit hat keiner gerechnet. Plötzlich stellt sich der Officer neben Rumble und präsentiert seine Tanzskills. Ganz zu Freuden des Publikums, die daraufhin natürlich völlig ausflippten. Eigentlich sind Maskottchen dafür bekannt, den Kindern zuzuwinken und die Zuschauer familienfreundlich zu unterhalten. Das gilt aber nicht für Jazz, der während eines NBA-Spiels zwischen den Utah Jazz und den Houston Rockets mit Sprühdosen auf die Fans losgeht. Doch einer von denen scheint so überhaupt nicht begeistert zu sein. Denn wenn's ums Bier geht, werden keine Späße gemacht. Der Rockets-Fan schüttet daraufhin sein Bier über den Kopf von Jazz und wird anschließend von der Security abgeführt. Warum du niemals deine Freundin ignorieren solltest, wenn du mehrfach auf der Kisscam zu sehen bist, zeigt dieser Clip. Glücklicherweise gibt es da ja noch Benny the Bull, denn der regelt das Ganze wie ein wahrer Mann. Dieses Maskottchen aus Berlin fiebert so sehr mit der jamaikanischen Marathonläuferin mit, dass er sie kurzerhand Huckepack nimmt und mit ihr zusammen ein Stück über die Rennstrecke läuft. Zu blöd nur, dass er dabei nicht gesehen hat, was sich da vor seinen Füßen befindet. Wie man sein Team mal so richtig erschrecken kann, das hat das Maskottchen Bunny der Houston Rockets gezeigt. Als aufblasbare leere Figur getan, springt er die einzelnen Spieler plötzlich an, die sich dabei ganz schön erschrecken. Der Prank ist auf jeden Fall gelungen. Wir erinnern uns an die Clips, in denen Maskottchen ganze Menschen verschlungen haben? Na, dieser hier setzt noch einen oben drauf. Es fing alles ganz harmlos an, als ein Mitarbeiter das Feld säubert und dabei dem Maskottchen immer wieder einen Ball zuwirft. Als er ihn dann irgendwann verschwinden lässt, tobt die Menge. Doch das war noch nicht alles. Oh Gott! Zu guter Letzt spuckt das Maskottchen ihn wieder aus. Naja, nur eben ohne seine Klamotten. Das Memphis-Maskottchen Grizz täuschte seine Freundschaft mit Spieler Robin Lopez vor und lässt ihm bei der Umarmung ein ungewünschtes Geschenk auf dem Rücken zurück. Tja, so kann's gehen.
Und hier haben wir jetzt noch zwei weitere lustige Videos für euch am Start. Zum Anschauen müsst ihr einfach nur draufklicken. Und in der Mitte könnt ihr unseren Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.